Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice Madness Returns, wo wir uns auf einer riesigen Burg voller Karten bewegen und quasi auf unserem Antlitz herumlaufen. Aber was wir letztes Mal nicht gemacht haben und dafür aber jetzt machen, wir springen hierhin und damit in einen neuen Abschnitt dieses Kapitels. Ich bin gespannt, wo wir landen werden. Bei einer Rutsche. Und schaut mal, wir haben ein neues Kleid an. Und einen neuen schrägen Himmel. Aber das Kleid sehen wir erstmal im Vordergrund. Oh, wie süß, mit einer Herzschleife aus seinem Totenkopf. Wunderbar, ich liebe diese Kleider, die sie immer zeigen. Und wir springen mal munter auf die Rutsche. Die Zähne sind so hell. Die sieht man gar nicht so richtig. Und wieder dem brennenden Kackehaufen ausweichen. Links. Oh Gott. Oh Gott. Au, 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 Alice. Armer kleiner Hintern. Diese Bälle sehen voll ekelhaft aus. Ich weiß gar nicht, was sie darstellen sollten. Bei den anderen Malen war es relativ leicht. Nein, ich will hier hoch. Ich will unbedingt hier hoch. Denn ich will die Flasche. Und jetzt vorsichtig hier runter. Oh, es geht weiter. Cool. Ich habe gedacht, das war schon das Ende der Rutschpartie. Aber ich bin gern bei mehr dabei. Oh je. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh Gott, bitte schaff es. Ja, das ist ja meine Spezialität am Ende von einer Rutsche, immer das zu treffen, wo man hin soll. Aber der Spieler hat hoffentlich wieder Mitleid mit mir und... Nein, hat es nicht. Ich muss die komplette Rutschpartie nochmal machen. Na toll. Na, dann machen wir das mal, wenn das Spiel das sagt. Ist aber unfair diesmal. Au. Was hatten wir genommen? Die linke Strecke, oder? Ist die Flasche jetzt eigentlich weg, wenn ich die einmal eingesammelt habe? Dürfte eigentlich nicht, weil... Oh Gott. Weil die ganzen... Gott, ist ja gut jetzt. Die ganzen Zähne auf der Strecke, die sind ja auch wieder alle da. Ja, die Flasche ist da. Und die möchte ich... Die möchte ich haben, bitte. Die möchte ich haben. So. Und die goldenen Zähnchen. Und jetzt möchte ich bitte schaffen, unten anzukommen. Ich nehme mir mal nicht so viel Schwung, sondern ich bleib mal drauf. Und komm schon. Oh. Huh. Hab's geschafft. Der Palast der Königin, würde ich denken. Auch wenn alles recht tot und verdorben aussieht. Mal sehen, was Alice dazu zu sagen hat. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Königin Land. Den Korb hier an. Was? Oh je. Alice muss wirbeln. Gute Anleitung.
Wow. Der Eingang zum Schloss. Ich überlege gerade, ob wir da oben lang müssen oder da unten. Ich schaue erst mal oben lang. Das da oben sieht aus wie der Hauptweg. Deshalb wirbel ich mal hier unten lang. Ich nehme an, dass hier der Sonderweg sein wird. Vielleicht gibt es hier neben den Zähnen noch etwas anderes zu erhaschen. Ich wirbel erstmal hier hoch. Oder ist ein Goldzahn. Aber man kann... Gut. Man kann auch hier entlang. Okay. Da ist eine Springplattform. Komme ich hier auch hoch? Und ein Fläschchen. Yeah. Der Zug. Königinnenland. Spiegelbahn. Okay. Nun gut, dann. Alice. Ganz ruhig, Alice. Dann hüpfen wir mal hier hoch. Okay, das dachte ich mir. Auf geht's. Ich habe, um ehrlich zu sein, einen größeren Kampf erwartet. Aber ich will mich nicht beschweren. Alles okay. Schnauze. Stimmt, ich höre sie. Und wo? Ist es eine unsichtbare? Oder ist die auf der anderen Seite dran? Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Goldzahn. Denke ich zumindest, dass es ein Goldzahn ist. Aber dahin kommen wir nicht mehr zurück. Schade. Naja, kann ich nicht mehr ändern. Wir huschen mal weiter. Da ist die Schnauze. Wie komme ich denn... Komme ich da von da unten hin? Mitschießen? Kann ich hier ganz wagemutig... So. Dann hüpfen wir mal erst darüber. Denn die Erinnerung ist, glaube ich... Wer war der Stift? War das der Anwalt? Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut. Was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum? So wie wir? Jep, es war Radcliffe, der Anwalt. Ist das ein fliegendes Herz? Ein Fledermausherz quasi? Schaut mal, es sieht aus wie diese ganzen Baby-Totenköpfe. Wow. Aber hier können wir auch noch durch. Hier ist nichts. Der Baum sieht aus wie eine Kralle. Aber hier kommen wir... Ein Radul... Ja, Radularraum. Ich habe wieder mal gedacht, ich habe eine Schnauze gehört. Ich werde total paranoid. Was hier? Nichts.
dann ab in den Raum. Hier ein winziger Hirnkitzler für eine winzige... Na, für dich. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? 1, 3, 4, 7, 11. Plus 2, plus 1. Plus 3. Plus 4. Nochmal 2, 1, 3, 4. Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Von der 1 bis zur 4 sind 3. Von der 3 bis zur 7 sind 4. Von der 4 bis zur 11 sind 7. Also die Zahlen müssten eigentlich immer addiert sein, also müsste es 18 sein. Korrekt, Fräulein. Juhu! Ich weiß gar nicht, ob noch so viele Radularäume kommen, dass wir uns eine zusätzliche Rose verdienen können oder ob ich tatsächlich was verpasst habe. Ich weiß es leider nicht. Wie schon gesagt, ich müsste mal in die ganzen Errungenschaften und Sammelobjekte meine ich, schauen, wie viel ich, warum machen wir das nicht eigentlich gleich, wie viel ich geschafft habe. Ach, das geht immer nur pro Kapitel, sehe ich gerade. Und wir haben in diesem Kapitel 4 von 11 Schnauzen gefunden, 3 von 17 Erinnerungen, 1 von 4 Radularräumen und 5 von 18 Flaschen. Und wir könnten eigentlich unsere Waffen schon wieder upgraden. Ich bin mir bloß unsicher, was ich upgraden möchte. Ich bin kein großer Freund der Teekanne, wie ihr gemerkt habt. Also ich würde das Steckenpferd oder die Vorpal-Klinge upgraden. Ich weiß aber nicht genau was, deswegen lasse ich es nochmal stecken. Pferd, ha. Und warte einfach mal, was sich mir für neue Gegner bieten. Und je nachdem, was ich bei denen am meisten brauche, werde ich... Was ist das? Ach, ein Pferd. Schaut mal, so ein Schachpferd, was liegt. Zwar kein besonders schönes, aber ein Pferd, das liegt. Oh. Okay. Kartenwache. Wie besiege ich dich? Wow. Wollte der mich beißen? Zombie-Kartenwachen. Warum konnte ich denn das hier gerade anvisieren? Ich konnte doch hier... Wo war denn? Hier war's. Was ist denn an der Stelle so spektakulär? Kann ich hier was... Nein. Normalerweise kann man ja was anvisieren, wenn da was Besonderes ist, aber... Das ist quasi nur ein Turm. Hier ist noch ein Turm, noch eine Schachfigur. Und ich bin mir mal wieder... Ah, hier. Okay, ich bin fasziniert. Oh, das sieht voll gemütlich aus, oder? Wie so ein Sofabezug.
Ich bin extrem fasziniert davon, wie das hier gestaltet ist und ob wir in der nächsten Folge jetzt diesen Weg lieber nehmen sollen oder ob wir mit dem Onkel da oben reden. Ich würde sagen, das entscheidet Alice in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Alice Madness Returns. Bis dann, Leute. Tschüss.